Brasilien. Ja, wunderschön anzusehen, wunderschöne Strände, soweit das Auge reicht, wunderschöne Regenwälder und auch sehr exotische Tierarten. Doch nicht nur das gibt es in Brasilien, denn wo es auch Sonnenschein gibt, da gibt es auch Schattenseiten. Und das gibt es zu sehen in Touristas, Sonne, Strand, Sterben. Das geht ca. 90 Minuten, ist ab 18 Jahren freigegeben, beziehungsweise mit der anderen Bezeichnung keine Jugendfreigabe und ist aus dem Jahr 2006 und erzählt folgende Geschichte. Die Touristas sind 6 junge Rucksacktouristen, die nach einem Busunglück in einem abgelegenen brasilianischen Dorf landen. Zunächst glauben die Abenteurer, das Paradies gefunden zu haben und feiern ausgelassen ihr Glück. Am nächsten Tag jedoch folgt ein böses Erwachen und schon sehr bald müssen sie am eigenen Leib feststellen, dass sich hinter den weißen Stränden und dem üppigen Dschungel ein dunkles, grauenhaftes Geheimnis verbirgt. Und mehr kann man zu dieser Story nicht sagen, denn dann wäre eigentlich die Geschichte schon erzählt und ja, ich würde einfach gesagt spoilern. Man kann es im Grunde genommen so stehen lassen, ich weiß gar nicht, ob dieser Film überhaupt, jawohl, es gibt ihn schon auf Amazon, das gibt es ihn ganz sicher, aber es ist, was soll man sagen, es ist jetzt kein Horrorfilm, man kann ihn vielleicht dort wegen gewissen Szenen und Elemente dort einbauen, aber es ist im Grunde genommen ein Thriller, teils Drama, nicht wirklich, obwohl eigentlich im Internet auf gewissen Webseiten steht, es ist mehr Thriller-Drama, ich glaube eher, es ist ein Thriller mit Horror-Einschlag. Kommen wir nun zum Film selber. Wen haben wir da im Cast? Das ist jetzt da gar nicht so unwesentlich, denn wir haben hier ein paar bekannte Gesichter, wie zum Beispiel Josh Damahel. Ja, wer ist Josh Damahel? Ganz einfach, Josh Damahel ist einer der eher kleineren Darstellern, der aber eigentlich, kann man nicht sagen, relativ schlechte Performances macht, das eher weniger. Aber wenn ich jetzt euch sage, die Filme, in denen er alles mitspielt, unter anderem, dann denkt ihr vielleicht, ich glaube, den kenne ich schon. Er spielt zum Beispiel mit dem Movie 43 in der Transformers-Reihe 1 bis 3 und auch in der Komödie So spielt das Leben. Und ab April, nämlich Hilary Swank, spielt er Das Glück an meiner Seite. Dann haben wir noch Melissa George, ja, wer ist denn das jetzt wieder? Keine Sorge, ich verrate euch. Die ist unter anderem in der TV-Serie Hunted dabei und Bag of Bones. Ich glaube, das ist diese Stephen King-Verfilmung, wenn mich nicht jetzt alles täuscht, ich glaube schon. Und auch spielt in den Spielfilmen mit 30 Days of Night, Triangle und Amityville Horror, vor dem es, also Amityville Horror habe ich auch schon auf diesem Kanal eine Kritik bzw. eine Review gemacht. Und dann haben wir noch Olivia Wilde, die eigentlich, ja, kann man sagen, die ist auch nicht so jetzt ein unbeschriebenes oder unbekanntes Blatt. Die hat auch schon der ein oder andere gehört. Und kommen wir jetzt zum Film selber. Was kann man zu dem Film Positives sagen? Die Kulisse ist... Brasilien ist wunderschön und der Film zeigt auch so einige wirklich sehr schöne Aufnahmen und dieser Film hat extremst viel Atmosphäre, kann man sagen, und gibt auch diesen gewissen Summer-Flair jetzt zum Beispiel in den Halbwinter-, Halbfrühlingstagen wieder zurück und ist schön anzusehen und gibt auch so ein Feel-Good in der ersten Hälfte des Filmes wieder. In der zweiten Hälfte driftet er dann mehr in wirklich Richtung Thriller ab, hat auch in der ersten Hälfte gewisse Elemente drinnen, nur ab der zweiten Hälfte geht es dann richtig rund und da ist dann nichts mehr mit dem schönen Brasilien, denn dann kommen nämlich die Schattenseiten und dann geht es ums Überleben. Die darstellerische Leistung ist eigentlich ganz okay, wie gesagt, wir haben hier ein paar so durchschnittbekannte Gesichter dabei, was ich euch gerade vorher gesagt habe. Und mir gefällt einfach die Kulisse bei dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt das ist Feeling. Die erste Dreiviertelstunde würden einige kleine Szenen nicht dabei sein, könnte man sagen, das ist ein leichter, schön anzusehender Abenteuerfilm, ganz klar. Und
Ja, ich finde wirklich die erste Hälfte ist wirklich wunderschön anzusehen. Ich bin sehr begeistert von der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte ist wieder, ja, jetzt kommt das Thriller-Genre. Und da denken jetzt viele, okay, keine Freigabe. Das heißt, es ist doch über 18 oder beziehungsweise noch eine stärkere FSK als 18. Was kann man da im Thriller-Genre schon bieten? Da kann man einiges bieten. Der Film ist zwar spannend, aber vorhersehbar. Und ja, das ist eigentlich, hätte mich gewundert, denn den Film habe ich das letzte Mal, glaube ich, vor 8 Jahren, im Jahr 2007, wie ich mir gekauft habe, gesehen und konnte mich nicht so wirklich daran mehr erinnern. Und habe mir jetzt gerade vorher wieder angeschaut und habe gedacht, ja, okay, es ist doch keine wirkliche großartige Perle in der Filmgeschichte, was Thriller oder generell was Thriller angeht. Denn da liegt nämlich seine Schwäche. Denn nämlich was rede ich denn da heute? Geht gar nichts weiter. Vorhersehbare Filme sind ja, oder beziehungsweise vorhersehbare Thriller sind ja eigentlich, gibt es wie Sand am Meer. Und da macht dieser Film wirklich keine Ausnahme. Und das ist im Grunde genommen eigentlich seine einzige Schwäche, nämlich die Vorhersehbarkeit. Der Film lässt sich relativ kurzweilig anschauen. Es gibt nicht wirklich Länge. Und diese 90 Minuten, die fließen relativ rasch dahin. Und das ist wirklich sehr, sehr positiv anzumerken. Wie gesagt, Kulisse, Lauflänge, darstellerische Leistung, alles super, alles in Ordnung. Nur das Vorhersehbare, das ist leider das große Manko an dem Film. Die Dialoge sind nicht gerade sehr originell. Und ja, Vorhersehbarkeit lässt, hallo, hier bin ich, ja, auf gut Deutsch, ja, soll heißen, Touristas bekommt von mir, hoffentlich spreche ich das jetzt gar nicht falsch aus, Touristas, ja, ich glaube, so sagt man das, bekommt von mir in der Genrewertung als Thriller mit Horrorelementen sehr gute 7,5 von 10 möglichen Punkten von allen Filmen dieser Welt, ja. Muss ich leider sagen, ist er leider ein bisschen weiter herunter, muss ich ihn leider ein bisschen heruntersetzen, und zwar 6,5 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den Film schon gesehen? Habt ihr ihn zu Hause irgendwo in der letzten Ecke liegen? Oder sagt ihr, na, glaube ich, werde ich mir nicht ansehen und habe ich davon noch nie gehört? Lasst es mich wissen in die Kommentare. Und Trailerlink zu DVD, Blu-ray gibt es wie immer in der Infobox, ebenso der deutsche Trailerlink. Ja, und das war's. Hoffentlich hat euch das Video gefallen und abonniert diesen Kanal. Es gibt jeden Tag Reviews bzw. Kritiken zu Filmen und wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Das heißt auf Deutsch, tschüssi, baba.